Die geheimnisvolle Unterwasserwelt. Fremd, exotisch und faszinierend. Willkommen im Aquadome Sea Life Berlin. 30 verschiedene Becken, 4000 Meeresbewohner der unterschiedlichsten Art, aufregend in Szene gesetzt. Ganz nah dran an Haien und am Wrack. Aug in Aug und nur durch fast unsichtbare Acrylglasscheiben getrennt, nähert sich der Besucher den bizarren Lebewesen. Immer wieder überrascht das Aquadome Sea Life mit extravaganter Architektur. Zum Beispiel der 6 Meter lange Tunnel durchs Tiefseebecken. Hier geht man auf Tuchfühlung mit den flossenbewehrten Spezies. Über den Köpfen ziehen majestätisch die Glatt- und Katzenhaie. Durchs Bullauge eines scheinbar versunkenen Schiffes oder suchend vor dem Panoramabecken. Auch die japanische Riesenkrabbe zum Beispiel übt ihren ganz besonderen Reiz aus. Mit ein wenig Glück erlebt man, wie der Aquarist den cleveren Oktopus aus der Reserve lockt. Nicht jedermanns Sache, aber im wahrsten Sinne des Wortes fesselnd. Die Seepferdchen werden von den kleinen Gästen ganz besonders geliebt. Der Pfeilschwanzkrebs hingegen mag Ridley Scott als Vorbild des Aliens aus dem Weltraum gedient haben. Das Tageshighlight ist die Fütterung der Raubfische im hüfthohen Atlantikbecken. Katzenhaie, Marmorrochen und Steinmutte lauern gefräßig auf das beste Stück an der Angel des Aquaristen. Dank der gläsernen Beckenränder gewinnt der Betrachter einen ungewöhnlichen Einblick in das gierige Treiben der Kampfhähne. Im Foyer des angrenzenden SAS Radisson Hotels schließt sich dann der gigantische Aquadome mit seinem doppelgeschossigen Lift an. 11 Meter breit, 25 Meter hoch und mit 1 Million Liter Meerwasser befüllt, ist dieser befahrbare Wasserturm ein Muss für jeden Berlin-Besucher. Vorbei an bizarren Rifflandschaften, mitten durch exotische Fischschwärme, entführt der gläserne Aufzug in die Mitte der farbenprächtigen tropischen Meere. Abgerundet wird der Besuch durch eigenes Ertasten. So fühlt und erlebt der Besucher einen Tauchgang der ganz besonderen und trockenen Art im Aquadome Sea Life in Berlin.